Heute findet in Potsdam die zweite Verhandlungsrunde der Tarifrunde 2012 statt. Die Warnstreiks der Gewerkschaften in der letzten Woche haben offensichtlich Wirkung gezeigt. Die Arbeitgeber sind von ihrer harten Haltung, dass die Gewerkschaften erst ihre Forderungen reduzieren müssten, ehe sie ein Angebot vorlegen, abgerückt. Allerdings haben sie ein Angebot vorgelegt, das den Forderungen der Gewerkschaften in keinem Punkt entspricht. Die Arbeitgeber haben eine Lohnerhöhung von 2,1% im Mai 2012 und weiteren 1,2% im März 2013 bei einer Laufzeit von insgesamt 2 Jahren angeboten. Außerdem eine Einmalzahlung von 200 Euro für die 2 Nullmonate März und April 2012. Das macht insgesamt im Durchschnitt eine Lohnerhöhung von gerade mal 1,77% aus. Dieses Angebot wurde von den Gewerkschaften als Verhandlungsgrundlage zurückgewiesen. Ein Angebot, das weder der Höhe nach, noch der Laufzeit nach, noch der Struktur des Angebotes nach akzeptabel ist. Das heißt, dass wir auf dieser Grundlage unmöglich zu einer Einigung der Arbeitgeberseite kommen können. Ja, obwohl im Bereich der Kindertagesstätten inzwischen überall bekannt ist, dass Fachkräfte händeringend gesucht werden, bekommen viele Kolleginnen und Kollegen, die in den Beruf eintreten, nur Teilzeitstellen angeboten, halbe Stellen, 2/3 Stellen. Das ist dann ein monatliches Nettoeinkommen von 600 bis 800 Euro. Es muss hier auch in diesem Bereich für die Arbeit, die da geleistet wird und die in der Gesellschaft hochgeschätzt wird, adäquat bezahlt werden.